wieder für euch da heute. Mareike aus den ersten Damen und Mona. Wir wollen wieder mit euch ein bisschen Sport machen. Und heute benötigt ihr dafür ein Balance Pad, alternativ wieder Handtücher. Ein Handball tatsächlich dürft ihr heute in die Hand nehmen. Yippie! Und ja, das war's. Und viel Motivation. Viel Spaß! Simona fängt an mit der dynamischen Brücke, so schimpft sich das. Das heißt, sie legt sich auf den Rücken. Genau, die Beine winkelt sie an. Also die Schultern, Becken und Knie bilden eine gerade Linie. Die Arme liegen parallel zum Körper flach, mit den Handflächen nach unten. Und das Becken wird jetzt kontrolliert angehoben und zum Boden wieder abgesenkt. Genau. Wunderbar. Genau. Ihr könnt es auch ein bisschen dynamischer machen. Das heißt ja dynamische Brücke. So ist es super. Das Ganze wiederholt ihr 10 bis 20 Mal, je nach eurem Leistungsstand. Also fangen wir bei 15 Mal an, weil jetzt ja ein bisschen Pause war. Ich habe nicht mitgezählt, ich würde behaupten, das waren schon 8. Genau, alternativ, wie Simona schon zeigt, könnt ihr auch noch das Bein anheben. Denkt daran, dass ihr die Anzahl jetzt auch gleich noch mit dem anderen Bein macht. Das Knie schön durchdrücken. Fuß angewinkelt. Und immer schön dynamisch. Wie ihr, wenn ihr das sehen könnt, bitte nicht, also, oder ne, Simona macht das schon ganz richtig, nicht ablegen, sondern immer kurz vor der Ausgangsposition, kurz vorm Boden, immer wieder nach oben. Also nicht ablegen, sondern immer in der Luft bleiben. Wunderbar. Mareike nimmt sich jetzt das Balance Pad und stellt sich mit einem Bein auf das Pad. Jetzt hat sie jetzt erst ihren starken linken Fuß. Jetzt führt sie den rechten Fuß schräg nach hinten, von ihr aus gesehen links. Am besten ohne abzusetzen. Oder ganz bisschen mit der Fußspitze absetzen und dann wieder nach vorne oben. Dabei wird dann der Oberschenkel nach oben geführt, sodass er parallel zum Boden ist. Nach 10 bis 15 Wiederholungen wechselst du das Bein. Vielleicht am Anfang ein bisschen viel, weil das sehr wackelig sein kann. Jetzt ist auch noch ihr schwaches Bein. Das wird am Anfang sehr wackelig sein. Jetzt ist das schwache. Achso, jetzt ist es. Ich sah nur so wackelig. Ich dachte, du hast gewechselt. Okay. Genau. Der Oberkörper bleibt gerade. Handtuch und ein Handball. Setzt sich einmal hin. Und genau, hebt die Beine an, ganz leicht über den Boden. Also quasi der Schwebesitz und macht Wurftäuschung. Passt bitte auf, dass ihr den Ball nicht verliert und nicht gegen die Wohnzimmerwand werft. Das könnte Ärger geben.
Genau, achtet drauf, dass ihr schön aus der Schulter dynamisch rauskommt. Immer schön die Schulter mit bewegen. Verschiedene Wurfvarianten einfügen. Und das Ganze haltet ihr auch wieder so 30 Sekunden. Also 30 Sekunden halten. Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr die Seite noch wechseln. Da müsst ihr aber auch wirklich drauf aufpassen, dass ihr den Ball auch gut halten könnt. Hier ist es, also es ist bei dieser Übung einfach wichtig, dass ihr den Oberkörper leicht nach hinten geneigt habt. Also es kann auch gerne ein bisschen, wenn es schwieriger sein soll, ein bisschen weiter nach hinten gehen. Aber es geht einfach so schon ordentlich in die Bauchmuskulatur. Achtet darauf, dass die Beine leicht angewinkelt sind. Und dass der Handball auch noch so gut fest gepresst wird, wie es geht. Vielen Dank, Simona. Mareike geht jetzt in die Liegestützposition und hat auch einen Handball dabei. Alles ist angespannt, der Oberkörper bildet eine gerade Linie. Achte darauf, dass der Po nicht zu hoch ist. Jetzt drehst du dich. Ich mach's mal andersrum, dann seht ihr auch was. Du kannst auch erstmal ohne Handball machen. Leg den Ball nochmal zur Seite. Erstmal in die Liegestützposition. Und jetzt drehst du dich rechts oben auf. Die Hand geht zur Decke, zeigt zur Decke. Und der Blick auch. Und dann drehst du dich wieder zurück. Und jetzt die linke Seite. Das machst du pro Seite 10 Mal. Oberkörper wird immer wieder kontrolliert, zur Decke aufgedreht und anschließend auch wieder kontrolliert, wird in die Ausgangsposition zurückgekehrt. Du kannst es auch mit einem Ball probieren, wie Mareike das gerade so schön macht. Sehr schön. Nimmt sich ebenfalls einen Ball. Also ihr seht, heute wird der Ball gut benutzt. Es geht um Kniebeugen. Simona stellt sich im leichten, schulterbreiten Stand. Es kann auch gerne ein Stück breiter sein. Mit dem Handball, oh Gott, mit gestreckten Armen. Genau, schön vor dem Oberkörper halten. Durch Beugung der Knie, kontrolliertes Absenken, bitte Simona, dass der Oberkörper und das Becken nach hinten und unten neigt. Genau, sehr schön. Also ihr seht es, sie macht es sehr gut. So als wollte man sich auf einen Hocker setzen. Also sie ist kurz bevor der Hocker da ist, setzt sie sich hin und steht wieder auf. Genau. Die Fersen halten dabei dauerhaft den Bodenkontakt und der Rücken bleibt gerade. Das wiederholt ihr auch so 10 bis 20 Mal. Nach 10 Mal zeigen wir euch nochmal eine Alternative, die ihr gerne mitmachen könnt. Sehen? Jetzt könnt ihr, genau wie Simona das schon zeigt, schön dynamisch noch Squats mit ein oder Sprünge mit einbauen. Achtet darauf, dass ihr dabei die Beine schön gerade streckt und stabil wieder landet. Sehr schön. Die
Die Arme sind im 90-Grad-Winkel. Der Blick ist auf den Boden gerichtet. Und ja, sehr anstrengend. Jetzt hebt sie den Oberkörper an, kontrolliert, wird der Oberkörper angehoben und wieder gesenkt. Wird nicht komplett abgelegt, dann kurz vom Boden Stopp gemacht und dann wieder angehoben. Die Beine und die Füße bleiben auf dem Boden. Das kannst du wieder 30 bis 40 Sekunden machen oder 15 bis 20 Wiederholungen. Sehr schön, danke Mareike. Ich glaube, das war's für heute. Also ich bin gut ins Schwitzen gekommen, ich hoffe ihr auch. Nicht vergessen, 3 Wiederholungen je Übung. Und dann hoffen wir, dass ihr da durch fit werdet und mit ordentlich Spaß mit uns.